Hallo und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ja, das letzte Mal haben wir tatsächlich den Bunker gefunden, der genau hier ist, und haben dort ein bisschen Strom reingelassen, um herauszufinden, was es denn nun mit den ganzen IPs, die wir bekommen haben, auf sich hat. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir da jetzt nochmal so ausrichten können. Denn so ganz zufriedenstellend war das Ganze ja nicht. Dann schauen wir doch erstmal, was wir hier unten noch so alles mitnehmen können. So. Denn bevor wir uns nach draußen begeben, zur neuen Kampagnenmission, können wir ja mal gucken, ob wir hier nicht noch ein paar Sachen mitnehmen können, die für uns vielleicht draußen ganz sinnvoll erscheinen. Aber wie es ausschaut, habe ich letztes Mal schon alles mitgenommen, was auch nur ansatzweise interessant wäre. Gut, dann können wir eigentlich auch wieder komplett zurückgehen und schauen, wohin uns die Kampagne denn nun führt. Dann wollen wir mal, dann gehen wir mal wieder zum Fahrstuhl. So, und verlassen den Bunker. Alles klar. Ein Einkaufswagen, wie lustig. Gar nicht gesehen. Spannend, spannend. Gut, dann gucken wir doch mal, was uns die Karte so bringt. Der Bunker. Sie sind hier. Erreichen Sie Ihr Versteck. Dort können Sie per Schnellreise zu einem anderen Versteck reisen, Kleidung anziehen, das Bett benutzen, um zu speichern, Ihren Fokus aufzufüllen und Ihre Fahndungsstufe zurückzusetzen. Oh, das ist sehr, sehr praktisch. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist unser nächstes Ziel. CTOS-Kontrollzentrum. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir da machen können. Dann suchen wir uns mal ein schönes Gefährt aus. Ja, dann nehmen wir doch gleich erstmal den Wagen, der hier ist. So. Und dann schauen wir mal, wie wir am sinnvollsten, ups, und am schnellsten von A nach B kommen. Richtig, da war ja was. Klack. Gut, dass wir die Brücke haben. Dann folgen wir doch mal den Schienen, in der Hoffnung, dass hier kein weiterer Zug lang fährt. Das wäre höchst ärgerlich. Wir könnten uns doch einmal wieder auf die Straße begeben. Ja, war jetzt nicht ganz so intelligent. Okay, dann haben wir ja wieder unseren kleinen Wegweiser, der uns bestimmt ganz schnell zum nächsten Ziel führt. Ja, Mensch, schon ganz so weit weg. Ups, war es ja gar nicht. Und trotzdem kriege ich es hin, auf der kurzen Strecke The Wards, Unfälle zu bauen. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Ja. Alles klar, dann müssen wir wohl wieder mal ein bisschen
scannen gehen. Dann tun wir mal so, als wären wir ein Profiler. So. Ach, ja. Ja, was? Du hast doch an der Wand gepinkelt. Was beschwerst du dich eigentlich? Ach so, da sind wir einfach. Ja, ist ja gut. Das heißt, ich komme hier so ohne weiteres gar nicht rein. Weil ja unheimlich viele Wachen rumlaufen. Gibt's hier vielleicht irgendwo noch einen. Haha, hehehe. Als ob ich es geahnt hätte. Schön über den Herd rein. Zack. Oh. Ein Profil, Mama. Besitzt eine versteckte Kamera. Hm. Und tschüss. So viel zum Thema versteckte Kamera. Kann Verstärkung rufen. Ja. Gefällt mir nicht. Haben wir da hinten noch jemanden? Bekommt Antidepressiva. Oh, den kann ich sprengen. Boom! Ja, so ist. Ja, meinst du? Ach, der hat den Zugangscode. Na dann. Sucht weiter. Nicht zu dämlich, ich geh weiter. Alles sauber. Nichts gefunden. Ich seh mal da drüben nach. Alles sauber, ich geh da lang. Okay, er da hinten hat den Zugangscode. Wie komme ich denn da jetzt hin, ohne gesehen zu werden? Hm. Gibt es irgendwo noch Kameras vielleicht? Na gut, sind alle da hinten, aber trotzdem. Psst. Und der nächste. Junge, Junge, Junge. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Ich sehe nicht. Ich guck mal woanders nach. Nee, ich denke, ich kann ihn jetzt hacken. Offensichtlich nicht. Oh, da ist unsere Kamera. Na dann. Der kann Verstärkung rufen. Wird eines Hassverbrechens verdächtigt. What the heck? Strafe wegen Drogenschmuggels abgesessen. Kann Verstärkung rufen. Was sind denn das hier alles für Leute? Schwere Körperverletzungen. Zeit abgesessen. Hallo, Jungs. Hm, wo ist jetzt der Typ mit dem Zugangscode? Da. Hm. Ich brauche Hilfe. Oh. Besucht Anti-Aggressionstraining, Alter. Was geht denn hier ab für Leute? Und solche Leute bewachen das CTOS?
Natürlich verlasse ich das Missionsgebiet. Ich will ja auch nicht entdeckt werden. Okay, dann habe ich mich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Dann ist das wohl so. Von der Seite. Es ist vorbei, Penner. Alter! Ja, komm, sprengt euch doch selbst in die Luft, Jungs. Ach, Jungs. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass das so nichts wird. Oh, jetzt habe ich mich bloß nicht bewegen. Aber ich sehe nichts. What the heck? Boom, haben sie mich kalt gemacht. Und ich dachte, ich könnte jetzt hier ein bisschen rumschleichen und dann legt sich alles wieder, aber nö. Alles klar, dann machen wir das Ganze nochmal in richtig. Es hat kurz ein bisschen. Er nährt sich nur von Fleisch. Ah ja, gut das zu wissen. Nicht. Was macht er da? Hobbymaler. Beruf Bildhauer. Mhm. Hey. Na, eine grobe Ahnung haben wir ja. Dann können wir jetzt auch wieder rein. Zack. Zur Not kann man sich auch ja gut verstecken. Ach, das war auch so gefährlich, da lang zu gehen. Hier ist sowieso alles unheimlich gefährlich. Oh, könnte ich mit dem Lift eigentlich nach oben? Ist das eine Idee? Ich meine, ergibt das überhaupt Sinn? Naja, ich meine, schlimmer als daneben gehen kann es ja nicht. Was soll das hier? Das ist ja witzig, dann laufe ich jetzt oben lang. Oh, da hinten ist ein Schaltkasten. Klack! Kann ich jetzt schön dahinter in Deckung gehen. Sehr nice. Dann kann ich alle in Ruhe profilen. Das sind alles irgendwie nicht die richtigen. Haben wir ja sonst noch irgendwo irgendjemanden?
Ach, da hinten haben wir die Kamera. Zack. Sprengen, sprengen, sprengen. Kann Verstärkung rufen. Gelegenheitsraucher. Hat Explosion eine Autobahn überlebt. Sicherheitsmitarbeiter bei Blume. Ja, wo ist unser kleiner Servermensch? Ist das nicht der da hinten? Ha! Laden Sie die Zugangsroute runter. Hacken Sie den CTOS-Server. Ich wollte gerade fragen, wo ist der denn? Da hinten? Muss ich jetzt dafür da rein? Na, durch die Tür kann ich ja anscheinend nicht. Muss wohl tatsächlich nach unten, wa? Ist aber blöd. Ja, da muss ich ja hinten rein durch den Eingang. Da, wo die ganzen Freaks stehen. Das war sehr ärgerlich. Tja, dann muss ich die Leute da mal alle irgendwie so ein bisschen wegkriegen. Die Frage ist bloß wie. Indem ich sie sprenge. Ach, das wird doch so nichts. Schwarzer Gurt in einer Kampfsportart. Mhm. CTOS Blackout? Au! Oh. Verbindet durch Stromausfall unterbrochen. Das ist ja auch sehr nice. Was war das eben? Freigesprochen wegen Pornografie? Besitze versteckte Kamera. Zugangscode für Server. Kann Verstärkung rufen. Alles sauber, ich gehe da lang. Konnte ich hinten nicht was sprengen? Ah, ich glaube, es ist ja alles schon kaputt. Ja, wo wird denn da geschossen? Freigesprochen von Vorwürfen wegen Kinderpornografie. Hallo? Ja, es war. Nicht müde werden, Leute. Tja, was mache ich denn jetzt? Bleibt wachsam.
Jetzt ernsthaft? Au! Au! Kommt Marihuana auf Rezept? Naja, mein Gott. Wo kommt er denn her? Oh, das war schön. Nein! Was für ein Fehler! Gott, was für ein grober Fehler. Wie konnte ich nur? Au, verdammt. Wo schießen die denn alle? Ach ja, richtig, das geht ja nicht mehr zu. Ja, wo bist du denn, Jungchen? Stoppt ihn! Ich hab da was gesehen, check das. Naja. Hoffentlich werde ich nicht hierbei erschossen, das wäre sehr ärgerlich. Oh doch, das kann ich. Sag mir bloß, wo du bist. Dann finde ich dich auch so. Ja, das stimmt. Oh, was war denn da schickes Geld? Ja, ich wüsste mal gerne, wo du bist, Kollege. Der muss hier doch irgendwo sein. Junge, Junge, Junge.
Sag du's mir. Au! Augen auf ihn! Fuck! Das kann doch nicht sein! Okay, tu einfach, was du tust! So. Wenigstens habe ich jetzt Ruhe. Meine Güte. Aber ich hätte dann doch schon gerne lieber diese Waffe. Dann kann ich jetzt wenigstens in aller Ruhe das Teil hier hacken. Ah, dann gehen wir jetzt mit dem Lift nach unten. Machen das Tor zu. Und dann hacken wir mal in aller Ruhe. Klingel! So, Dalle! Was haben wir denn hier? Das geht hier durch, das geht durch. Wir brauchen dann von hier noch was. Hm. Und von da, und damit das da, von da, und dann... Ah, okay. Nicht verstanden. So. Ha! Dann kann man das nämlich aufmachen. Können das dann nach da oben lenken. Und zwar so, dass das von so läuft. Ah, dann komme ich aber da nicht ran. Und so? So! Jetzt ergibt es Sinn. Zack. Dann können wir das nämlich dahin lenken, wenn das von da kommt. So. Und so, dann braucht das hier nur noch nach da. Und dann war es das auch schon. Oh. Hacken, um auf Videodaten zuzugreifen. Mhm, Drogen. Der Grow Room. Das jetzt so interessant ist. Wahnsinn, das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Ist wahr. Aha, wer schmiegt sich denn da? Ist hier jemand im Bett? Oh, Peter Fowler. Ach, und sie ist da am Rauchen. Amber Weaver. Eine Prostituierte? Ach so. Ha, Health Risk, sehr gut. Ja, Rauchen ist auch nicht gesund. Ich war wie war. Ah, noch was. Was gibt's hier Nettes? Okay, also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs. Gesalzenes Popcorn. Ach, einer, der vom Fernseher sitzt. Drink-Content. Rotwein! Rotwein und gesalzenes Popcorn? Das ist eine komische Kombination. Was die Leute so alle an sich tun oder sich antun, das ist ja... Oh, hier, ganz in der Nähe. Mensch, zu offensichtlich. Collecting...
Typing Detection. Mhm. New Game. Henry Parker, 41. Naja, ist auch interessant. Ja, man kann ja wirklich jeden, den man will, irgendwie mal so ein bisschen abchecken. Interessant, interessant. Was bringt uns in die Kamera? Ha, eine neue Sicht auf die Dinge. Noch mehr, was man sich antun kann. Nicht, dass wir spannender werden oder so, aber es ist auch mal gut zu wissen, was so geht. Mhm. Hallo. Tanya J. Rust. Ach so, natürlich, beim Film erwischt. Ja, schade. Na gut, dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Bezirkszugang freigeschaltet. The Wards. Sehr, sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Goblin? Wie funktionierst du so? Oh ja. Dann nehmen wir uns doch mal ganz simpel hier den wunderschönen CTOS-Wagen, damit das so ausschaut, als ob wir dazugehören. Nicht wahr? Ja, und fahren kann ich damit trotzdem nicht besser. Nein, 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 nein. Gott, wir sind hier um die Ecke gefahren. Das ist ja unglaublich. Wie aufwendig. Apropos aufwendig, ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Ich weiß nur, es ist noch gar nicht so weit weg. Wir benutzen mal wieder unser lustiges Travel-System. Da geht es zur Kampagne. Notdürftig. Mhm. Oh, da hat es auch übel gekracht. Und diesmal war ich nicht dafür verantwortlich. Ich möchte das nur festgehalten haben. So, dann fahren wir doch mal. Da! Dann stellen wir unseren Wagen mal ab. Unseren guten CTOS-Wagen, mit dem wir original inkognito sind. Lecker, ja. Kreuz ruhig auf dem Boden. Police Line, do not cross. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Das sieht nämlich alles gar nicht so lecker aus. Doch was da nun endgültig auf uns zukommt, das gibt es dann beim nächsten Mal. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt mir einen Daumen rauf, schreibt mir was in die Kommentare, gebt mir ein Abo, worauf ihr gerade Bock habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin Le Chris, das war Watch Dogs. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Chosen...